Wir teilen die Ärmel ab. Ich habe jetzt hier circa 30 cm. Die Passe gestrickt, so circa 30 cm. Da ist die Raglanlinie. Ja. Und jetzt werden wir die Ärmel abteilen. Ich bin auch geendet in einer Reihe ohne Zunahmen. Das passt. Das hier wird ihr übrigens ein Set. Mit dem Hoodie fange ich an und dann geht es weiter noch über Handschuhe, also Fingerhandschuhe für den Winter, für den nächsten. Dann noch ein Schal. Also so ein Loop. Jetzt werden eine Mütze wird noch kommen aus dem gleichen Material. Alles aus diesem riesengroßen Megaball. So, jetzt müssen wir schauen, dass wir nur den Ärmel, also die Raglanlinie, kommt rüber mit ins Rückenteil. Die kommt nicht mit ins Ärmelteil. Zack, da ist sie drüben. Den Maschenmarkierer lasse ich erstmal noch. Jetzt müssen wir natürlich unsere Ärmelmaschen abteilen, also stilllegen. Mache ich mit meiner nächsten Nadel, was ist es? 4,5. Einfach nur rüberheben. Damit stilllegen. Es wird auch noch eine Rundpassenpullover geben. Von mir selbst berechnet. Kein nachgearbeitetes Projekt, kein nachgearbeitetes Werk, sondern mein Werk. Genau wie dieses hier. Ist auch mein Design. Von mir selbst kreiert. So, aufpassen, da kommt der Maschenmarkierer, da müssen wir hin. Und ich habe gesehen, bei der letzten Serie, wo ich so schön geschrieben habe, wie erstellt man eine Maschenprobe? Ja, ist mir ein Fehler passiert. Deswegen werdet ihr natürlich das Video, wie erstelle ich eine Maschenprobe, mit diesem Garn in dem letzten Video, was es gibt von dieser Serie, natürlich bekommen. Entschuldigt bitte, dass das irgendwie, ja, ich habe nur erklärt, aber nicht gezeigt. So. Ärmelmasche, nee, das müssen wir dann so rausziehen. Jetzt das alles hier nach außen.
kippen, damit wir hoppala, nicht so lala rausziehen. Nach außen kippen, genau, damit wir hier weiter stricken können. Raglan fällt, die Raglanmasche fällt mit ins Vorderteil rein. Und weiter gestrickt. Ich lasse auch hier den Maschenmarkierer drin, zur Vorsicht erstmal. Also wie gesagt, in dieser Serie wird es definitiv die Maschenprobe gezeigt bekommen. Ich habe es erst zu spät gemerkt, da war alles schon online. Ich habe das Video auch nicht mehr auf meinem Handy gefunden. Ich habe gesucht wie eine Bekloppte, wollte das Video löschen. Ging nicht mehr, Video nicht vorhanden, warum auch immer, keine Ahnung. Ich habe jetzt für die 30 cm anderthalb Tage gebraucht. So, da kommt der nächste Maschenmarkierer und damit der nächste Ärmel. Maschenmarkierer kommt mit rüber, die Masche natürlich auch. So, meine nächste Stricknadel geholt. Das ist, glaube ich, jetzt hier, warte mal, eine 5er oder so. Was steht da? Eine 3,5er? Ja, das macht nichts. Geht ja nur um Stillleben. Und hier das gleiche. Gleich geschafft. Der Maschmarkierer bleibt wieder fürs Hinterteil. Rückenteil. So, geschafft. Jetzt müssen wir uns erstmal diesen ganzen Wirrwarr unsere Nadel wieder suchen und den Faden. Wo ist er? Da, mittendrin ist er.
dass sie jetzt schon auch so ein bisschen enger halten, damit ihr da kein unnötiges, riesengroßes Loch kriegt. Und dann wird erstmal der Körper gestrickt. Dann kommen die Ärmel dran. Ob ich es auch in der Reihenfolge mache, weiß ich nicht. Dass meine Nadeln kaputt gehen, weil hier gerade so eine riesengroße Schlaufe drin war. Das muss nicht sein. So, das war Ärmel abteilen. Jetzt, wenn ihr möchtet, könnt ihr schon die Ärmel stricken. Wer sich damit schon auskennt, gerne. Für alle anderen sehen wir uns beim zweiten Ärmel wieder. Ja, das, der Pullover, der Hoodie wird ca. 70 cm gestrickt. Eine Kapuze gibt es auch noch, damit auch Löcher, damit der Herr die Kapuze zuziehen kann. So, Reihe beendet. Runde. Okay, dann bis zur Fortsetzung.